Ich möchte euch heute einmal die Annalena vorstellen, das ist diese junge Dame hier. Und dann möchte ich euch den Abdul vorstellen, das ist der junge Mann hier. Und jetzt möchte ich euch erklären, was diese beiden, Annalena und Abdul, miteinander zu tun haben. Der Abdul, der wohnt nämlich hier in diesem kleinen grünen Streifen. Und in diesem Streifen, das ist der Gazastreifen. Und bis zum 7. Oktober war hier im Gazastreifen die Welt mehr oder weniger in Ordnung. Aber am 7. Oktober haben radikale Hamas, das sind diese hier, aus dem Gazastreifen Israel angegriffen und überfallen, Menschen als Geiseln genommen und leider auch viele Menschen ermordet. Bei ihrem Angriff auf Israel haben bewaffnete Kämpfer der Hamas auf diesem Festivalgelände im Süden Israels bis zu 250 Menschen getötet. Die Israelis natürlich haben sich das nicht gefallen lassen. Die Israelis, die haben natürlich die Angreifer, die Hamas-Terroristen, abgewehrt mit der israelischen Armee. Und in Gaza ist natürlich jetzt Krieg. Jetzt hat Abdul natürlich mit seiner Frau Aisha das Problem, dass er nicht im Kriegsgebiet wohnen möchte, sondern lieber das Kriegsgebiet verlassen möchte. Das ist natürlich auch verständlich. Und rund um den Gazastreifen und um Israel herum sind ja auch einige arabische Länder, wie beispielsweise Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien. Und der Abdul würde natürlich gerne nach Ägypten gehen. Aber da steht der ägyptische Grenzbeamte und sagt, dass der Abdul nicht nach Ägypten einreisen kann. Die Ägypter wissen nämlich, dass die Menschen in Gaza viel zu radikal sind. Die haben nämlich diese Terroristen hier, die jetzt gegen die israelische Armee kämpfen und die Israelis überfallen haben, gewählt. Die Hamas haben nämlich auch eine Partei in Gaza. Und Ägypten möchte keine radikalen Islamisten in seinem Land haben. Und die ganzen anderen Nachbarländer, wie beispielsweise Jordanien oder Libanon, die sagen natürlich, wir wollen den armen Palästinensern helfen da in Gaza. Aber alle anderen Nachbarländer in der Umgebung wollen die Menschen aus Gaza nicht haben, weil sie Angst haben vor den radikalen Islamisten in ihren Ländern. So, und jetzt zeige ich euch mal, was die Annalena mit dem Ganzen zu tun hat. Jetzt nehmen wir mal die Karte von den Palästinensergebieten weg und dann schauen wir uns das Ganze mal hier auf der Weltkarte an. Abdul hat ja Verwandte in Berlin und Abdul kennt von seinen Verwandten aus Berlin, das ist Muhammad hier, kennt Abdul ja die Asylgesetze. Also macht Abdul sich auf den Weg in Richtung Deutschland, über die Türkei, über die Balkanroute und ja, bei der deutschen Grenzpolizei angekommen, da sagt Abdul einfach, ich beantrage Asyl. Und dann sagt der deutsche Grenzbeamte natürlich, herzlich willkommen in Germany. Und so kommt Abdul nach Deutschland zu seinem Kumpel und zu Annalena. Und da Abdul jetzt in Deutschland ist, kann er natürlich seine Familie nachholen. Und seine Familie, das sind die 5 Brüder, das sind die 27 Neffen, die 13 Onkel und natürlich alle Frauen und Kinder und sonstigen Angehörigen. Und da haben wir zum Beispiel hier, das ist der Mohammed. Ja, und was macht der Mohammed? Der geht nicht jeden Tag zur Arbeit. Der Mohammed, der gräbt Tunnel in Gaza. Und ab und zu schießt der Mohammed auch ein paar Raketen Richtung Israel. Das ist der Cousin von dem Abdul, der Mohammed gehört zu seiner Familie. Das Problem ist natürlich,
dass es bei uns in Deutschland schon sehr voll ist, weil sehr viele Menschen auch aus Palästina, aus dem Libanon, aus arabischen Ländern schon bei uns eingereist sind. Denn aus dem einen oder zwei, die jetzt gekommen sind, kommen dann mindestens 20 oder 30 nach. Und unter diesen 20 oder 30 ist natürlich auch der Mohammed. Der sagt natürlich nicht, welche Hobbys er in Gaza gehabt hat. Der sagt, er ist ein armer Junge und hat mit nichts zu tun. Aber der Mohammed ist unter den 20 oder 30 Familienangehörigen, der dann auch offiziell nach Deutschland einreisen darf. Und wenn solche Leute aus Gaza, die solche komischen Hobbys hatten, auch noch nach Deutschland kommen, vermehrt, dann ist natürlich die Frage, wie dann die Kriminalitätsstatistik in Zukunft aussehen wird. Deswegen habe ich jetzt hier im Berliner Abgeordnetenhaus im Parlament einen Antrag gestellt, dass Berlin keine Flüchtlinge aus Gaza aufnimmt. Darum unser Antrag, keine Flüchtlinge aus Gaza nach Berlin holen, damit sie kein Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Gaza hier machen. Wir haben keinen Platz, wir haben keinen Wohnraum, wir haben keine Schulplätze, wir haben keine Kita-Plätze. Zweitens, die Kosten sind jetzt schon immens hoch. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ihr interessiert euch für weitere Details über die eben angesprochenen Asylbewerberheime? Wir haben einen Ticker eingerichtet, der euch in Echtzeit anzeigt, was die Unterbringung kostet. Besucht unsere Homepage www.afd-fraktion.berlin/Kostenticker für weitere Informationen. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Wir haben kein Geld mehr, um das zu finanzieren. Und jetzt kommt natürlich die Annalena ins Spiel. Die Annalena ist in Deutschland geboren. Die Annalena hat bei der letzten Wahl vielleicht die falsche Partei gewählt. Denn wenn jetzt der Abdul und der Mohammed und die ganze Familie hier nach Deutschland kommt, dann kann Annalena nicht mehr in der Warschauer Straße in die Disco gehen. Dann kann Annalena nicht mehr am Wochenende tanzen gehen, weil dann die Überfälle, die Übergriffe zunehmen werden. Wir möchten, dass auch die Annalena weiterhin in den nächsten Jahren zur Disco gehen kann, auf den Weihnachtsmarkt gehen kann, ohne dass sie Angst hat, dass irgendjemand hinterher herläuft, sie überfällt, sie vergewaltigt oder sonst irgendetwas androht. Heute jährt sich der bislang folgenschwerste islamistische Anschlag in Deutschland auf dem Breitscheidplatz in Berlin zum... Recherchen förderten zutage. Der Islamist Anis Amri war in ein Netzwerk verstrickt, das bis in den Nahen Osten reichte. Wir müssen aus den Fehlern der Geschichte lernen. 2015 hat Merkel die Grenzen bereits sperrangelweit geöffnet. Und es kamen unter den vielen Millionen Flüchtlingen einige Terroristen. Wir hatten ja in Berlin schon am Breitscheidplatz den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Wir hatten auch in Deutschland mehrere Anschläge schon. Und aus diesen Fehlern müssen wir lernen und wir brauchen keine Hamas-Terroristen aus Gaza hier in Berlin.